Habe ich übrigens wirklich, das ist das Schlimme. Mit mir kann man keine Achterbahn fahren, die weit hoch geht. Ich kann sie nicht wegen meinem Herzproblem. Also. Die letzte Strecke ist eine Übung zum Erreichen der Menschenkammer. Dieser Test hat also sogar einen Sinn. Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles rein wissenschaftlich betrachtet völlig sinnlos. Ah, wir haben Furzpampe. Was bringt uns Furzpampe? Das da. Ah. Wir können springen. Wow. Auch da hoch. Glückwunsch, ihr habt den Test bestanden. Ihr seid wirklich das beste Team, das ich mir nur wünschen kann. Ich hab Angst. Ich auch. Frag mich ja, wie viel Meter tief wir unter der Erde stecken, ne? Ja, so oft wie wir runterfallen und nie nach oben, ja. Wir müssten doch schon so oft wie wir fallen und wie tief wir fallen, müssten wir auch eigentlich schon am Erdkern sein. Sieht ja so aus, als hätten die letzten Nicht-Testsubjekte andere Menschen hier heimlich gefangen gehalten. Ich glaube, sie wollten sie bestrafen, indem sie sie nicht mehr zu meinen Tests ließen. Darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen, weil sie Freunde wie Feinde behandeln. Hm. Remember, do not leave your belongings here. Later, for more than 20 minutes, touch a glass. Do, wear a shirt and shoes at all times. Move quickly through your test track. Not forget to not touch the glass. Welches Glas? Was machst du eigentlich gerade? Ich habe mal nachgeguckt. Ah. Und jetzt? Boing. Wir müssen da irgendwie Pampe hinkriegen, was da vorschlagen. Wo Pampe? Da. Warum? Würde es was vorschlagen, dann könnte man nämlich irgendwie von da nach da hüpfen, wenn man. Das müsste aber verdammt viel Pampe sein. Warte mal kurz. Frage ist nur, wie kommt man denn. Warte mal. Wo landet die Pampe jetzt? Im Gitter. Setz mal da was und da was hin. Dann müsste die Pampe ja eigentlich aufgefangen werden. Dann, bevor sie oben landet, machst du das Portal wieder weg. Genau. Brauchen wir, glaube ich, noch mehr Pampe. Ja, dann pump mal. Ich spritz ja schon so schnell ich kann. Spritz ab, du Sau! Hm? Nochmal! Die Frau wird gierig. Natürlich! Zum Glück ist das Ding nicht weiß. Ich glaube, das reicht an Pampe. Okay, und jetzt? Wir kommen wieder rüber? Ja, wir kommen jetzt so rüber? Ich glaube eher, dass wir die Pampe da gebraucht hätten. Warte. Mach nochmal ein Portal hin. Ist doch noch ein Portal. Warte. Lass die Pampe da mal hingehen.
Wie denn? Warte, das bringt nichts, ne? Mhm. Wenn du hier das. Ne, das bringt ja nichts, scheiße. Jetzt hätte ich überlegt, ob man hier Pampe hinmachen kann, weißt du? Mhm. Das an. Ne, das reicht nicht, ne? Mhm. Da kann ich zwar was hinmachen, aber es bringt uns nichts. Warte mal kurz. Wo führt das Portal hin? Nee, nicht da, wo ich ihn haben will. Ach, natürlich. Klar. Was denn? Guck mal. Das geht ja noch. Wir wollen das ja hier haben, die Pampe, richtig? Also hier auch nochmal. Also von da nach da, nach da oben drauf. So, das heißt, wir müssen dann theoretisch einfach nur da die Pampe. Wenn bevor die oben ist, dann das Portal da hinsetzen, damit sie hier hin spritzt. Habe ich schon nicht gesagt, aber so gemeint. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, wir können es versuchen. Es könnte klappen, muss aber nicht. Sie spritzt dann mal wieder. Ja. Was soll mir das jetzt bringen? Ja, gut. Warte. Nochmal, warte, ich muss erst. Mal dahin. Willst du nicht noch mehr Pampe haben? Das reicht schon. Was mache ich jetzt? Kommst her. Wie denn? Spring. Und setz das Portal da vorher weg. So. Und jetzt? Einfach runterspringen. Einfach springen. Wenn ich mir dann vertraue, geht das ausnahmsweise mal gut. Ich will hier raus. Lass mich doch mal hier raus. Immer diese Knastbrüder. Ich habe in Vorbereitung der Menschentests einen alten Kummerkasten konsultiert. Der beliebteste Wunsch: weniger tödliche Tests. Lächerlich. Wie können Sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn Sie das noch schreiben können? Hat sie aber eigentlich logischerweise ja recht, ne? Aber schon, ja. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite haben die Leute ja gesehen, wie die anderen verreckt sind. Nur weil sie es geschafft haben, heißt es ja nicht, dass es der Rest geschafft hat, ne? Und die ist echt mies, die Tante. Zu erreichen, müsst ihr euch ganz schön anstrengen. Zu eurer Unterstützung habe ich die Tests extrem schwierig gestaltet. Oder extrem tödlich. Doch wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts tödlich ist. Kommst du? Mhm. Nur kurz getrunken. Und jetzt? Komm mal zurück. Der Knopf. Okay, du gehst rüber zum Knopf und ich versuch die. Aber. Ja. Kannst du da irgendwie rein, dass du da sicher bist? Nee, ne? Nein. Das heißt, soweit ich die hier wegnehme, fliegst du. Mhm. Wie nett. Ich weiß, sie kommt zurück. Ich weiß, sie kommt zurück. Komm zurück jetzt. Ich komme ja schon. So. Richtig. Nee, ja, genau. Aha. Mundi, clever. Ihr habt ordentlich Schlabber. Tada.
Schlubber, dein Schlubber. So, geh doch. Das wird auch nicht einfacher, ne? Ich mach diese Dings irgendwie nervös. Das Pampe. Lauf mal durch. Dann pump mal. Ah. Und jetzt? Kann ich die Tore machen? Komm einmal da. Die Frage ist jetzt nur, wer drückt den Knopf? Wieso? Müsste die Pampe nicht da bleiben? Nee. Portale gehen weg, die Pampe fliegt runter. Hey, das verstehe ich jetzt nicht. Wie sollst du jetzt hier hochkommen? Hast du ich bei dir oben ein Portal? Obwohl, nee, warte. Ich weiß wie. Wie denn? Pampa, da unten muss ein Portal sein. Oder da ein Portal. Nein. Ist doch, so... da ist eins. Die weiße Fläche. Stimmt. Und jetzt? Da das Portal hinsetzen. Und das andere Portal da hinsetzen. Da hinsetzen. Dann kann ich nämlich da hochspringen. Eins da ran. Oder hier oben. Genau. Eins da. Und eins da unten dann. Okay. Und jetzt kommst du da nicht hin? Na klar. Ach so, ja. Klar. Na. Jetzt mal bin ich hier schlauer. Ja, davor war ich's ja auch. Keine Kontrolle über die Welt außerhalb der Teststrecken, doch die Remontageeinheit kann auch dort helfen. Falls erforderlich, wird sie für euch da sein. Dankeschön. Naja, aber will man ständig demontiert und montiert werden? Leiern da nicht irgendwann die Schrauben aus? Warum sind doch immer die gleichen Schrauben? Ja, deswegen ja. Nicht wirklich wissenschaftlich sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? Ah. Und zum Abschluss plong, des plong, Tests. Plong, plong, plong. Jetzt mal da ein Portal. Und da oben. Nee, andersrum. Warte. Da hinten ein Portal und da unten. Wo denn jetzt? Da vorne, da unten. Genau. Und jetzt hier. Bumm. Bum, 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 bum. Wie komme ich jetzt da hoch? Ah. Ups. Jetzt springst du auch. Ja! Boing, doing, 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 doing. Also das mit Menschen, ey. Das ist... Das tut Aua. Weißt du, wie viele blaue Flecken das dafür gibt? Mehr als bei anderen Spielchen wahrscheinlich. Lauf mal rüber. Oder nee, warte. Da drüben jetzt irgendwas Spannendes? Nur der Pampe. Blob. Kannst du bei der Pampe ein Dick setzen? Ein Portal? Ja, wird mir aber nichts bringen, weil soweit ich durch bin... Ja, dann guck mal nach oben rechts, oben links. Handen zurück. Nach oben, genau. Jetzt drück mal. Ich den Knopf. Jetzt ist die eine Seite und jetzt kannst du die andere Seite. Ah. Wie kann man... Soll man da jetzt einfach gegenspringen, oder wie? Würde ich fast vorschlagen. Ja, scheint zu klappen. Und das mit männlichen Testobjekts, wisst ihr?
Krass. Und jetzt muss ich da irgendwie hin. Ja, indem ich... Ich komme aber nicht daran. Komm nicht daran. Aber da und da. Da. Ja, woran? Da und da. Was soll ich jetzt damit machen? Ach du Kacke. Nein. Ah. Jetzt ein Portal wieder bei der Pampa. Habe ich? Jetzt müssen wir jetzt zu das andere Portal da. Erstmal. Ah, du machst da oben die Dings dran, aber wie dann? Ja, da, oder lass erstmal dahin gucken, ob das trifft. Okay. Jetzt. Nee, da musst du da hinsetzen. Dahin. Dahin. So, danke für die Pampe. Jetzt da. Und hoch mit dir. Nicht passiert, oder? Wenn ihr diese Strecke nicht abschließt, müssen diese Menschen. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Wollt ihr das in euren Speichern? Was hast du nur angestellt? Ich bin dagegen gesprungen. Und dann ist es kaputt gegangen, oder wie? Anscheinend schon. Okay, wir machen das normal mit der Pampa. Man steht nur und muss nur Knopf drücken. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob das Ding auch gerade genug ist, ja. Dann drücke ich den Knopf. Schön tief rein den Knopf. Das mag er wahrscheinlich. Ja, du sowieso. Aber. Bum, bum. Macht Spaß mit zuzuschauen. Ja, kleiner Flummi. Ich frage mich, ob mir die Menschen. Du bist eher ein Flummi, du bist Hund. Denkmal errichten werden. Keine Sorge, sollten sie je meinen heroischen Rettungsakt dokumentieren. Werde ich dafür sorgen, dass eure Namen in den Fußnoten erscheinen. Ja. Okay. Super. Wenn sie dich nicht mit Absicht aus dem Betrieb gesetzt haben, Tosinelda. Nur damit sie endlich mal in Ruhe lässt. Sind ja bald durch, glaube ich. Ich könnte es auf jeden Fall verstehen, warum sie es getan haben. Obwohl, ich glaube, ein Level kommt danach noch.